Ja, guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr zuschaut. Und herzlich willkommen zurück nach langer Zeit zu Lion War. Ja! Ja, das Spiel hat jetzt eine lange Zeit eine Auszeit bei mir gehabt, weil wir erstmal gewartet hatten, bis sich mit dem Spiel ein bisschen was ändert, ein paar Updates reinkamen. YouTube hat, glaube ich, nur so ein, zwei Folgen gesehen, so vier, fünf habe ich weggeworfen. Ja. Es gibt jetzt hier Team-Modis, wie man eventuell schon direkt sehen kann. Ich habe ein Free-for-All-Match eingestellt. Akaya wurde schon eingeladen. Der sitzt auch schon in der Sprachlobby, wie man hier schon sehen kann. Und ja, ich wollte mich für die Anmod halt nur eben kurz muten. Jetzt kann er mitreden. Na du? Hi. Ich habe noch eben kurz Anmod gemacht. Kannst dir eine Farbe aussuchen, wenn du möchtest. Ich bin immer blau, das kannst du dir so schon merken. Aber Ich habe auch blau, ich bin Shining Blau. ich bin eigentlich immer blau. Es gibt noch ein anderes Blau. Der Kaide hat Nee, es gibt eine nur leichte ein ganz Verspätung, blau. das hat er mir schon geschrieben, aber er müsste spätestens für Innacht da sein. Wir können ja so Ja. lange schon mal versuchen, eine gute Map zu finden. Also wollen wir jetzt eigentlich so einen kein Raketenpakt schließen oder. Weil wenn, müssten wir uns ja dann alle dran halten. Also von mir aus, ich habe sie sowieso kaum benutzt. Ich finde, die sind halt einfach so OP, dass sie das ganze Spiel recken. Also klar, die kosten unglaublich Ressourcen, aber trotzdem, wenn du die einmal einsetzt, du machst die halbe Map kaputt. Oder zumindest die halbe Hauptstadt. So, jetzt war das doch so, jeder sucht Warum sich sollen wir einen etwas Ort starten, wenn alle aus. ready sind? Ich bin das Alpha-Team, Kai ist das Trek-Team, das Bravo-Team und Akaya ist das Charlie-Team. Du musst dir irgendeinen Startpunkt aussuchen. Oder hast du Boah. gerade Probleme? Der hat Verbindungsprobleme. Kai, nein! Junge, mit Rechtsklick gedrückt halten hier so über die Map zu erobern, ist ja mal richtig So, kompliziert. jetzt habe ich hier die Gelegenheit, mir einen Ort auszusuchen. Man kann übrigens auch nicht so anliegend sich angliedern, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ich weiß gerade nicht, auf welche Insel ich will. In die Mitte will ich nicht, da ist man irgendwie so im Kreuzfeuer. Ich glaube, ich setze mich hier ab. Das ist auch unsere Das ist allererste ein bisschen Free-for-All-Runde. extrem. Also ich fand es damals, wo wir irgendwie zwei Gebiete picken konnten, besser. Jetzt müssen wir einfach irgendwie sechs picken oder so. Mir kommt das gerade vor wie bei Risiko, wo du die ganze Map erstmal ausrouten, Ist halt lotsen so. musst. Ich glaube, das soll auch einfach Risiko werden. Wer von euch hat jetzt eigentlich gerade Probleme, was auszusuchen? Da unten links ist noch eine Ecke frei. Ach, Ich. ich! Nee, ich hatte ein Die Problem. unten links, die Ecke, die habe ich schon ausgewählt. Und weil wir beides haben, ist das jetzt ausgegraut. Ach, jetzt kann man noch Zwar auf den gibt's noch. eigenen Gebieten ein bisschen was hinsetzen. Sag mal, wie viel sollen wir denn da hinpicken? Five Picks remaining? So. Alle auf meiner Hauptinsel, Junge. Also den Bereich, den ich da unten links habe, den werde ich nicht lange halten. Das sage ich jetzt schon. Ja, also, da hat sich Kai richtig eingenistet. Nee, Kai hat sich die. Also, wenn. Nee, Akai hat sich richtig die Mitte gegönnt. Ja, das Problem ist nur, Kreuzfeuer. wenn Kai sich rechts oben gönnt, So. ja, Hier sind jetzt und dann meine auch noch links Soldaten. oben hat, dann ist nicht so geil. Und hier unten seht ihr jetzt die ganze Liste. Zum Beispiel hier, da kann ich jetzt so einen Bewegungsfall machen. Ich sag denen, die sollen da langlaufen und dann tun die das auch. Boah, ich habe gar keine Ahnung, wie man hier nochmal wo was macht. Die folgen dann in dem Fall dann, wenn sie in der Nähe sind. Das war jetzt nur mal so als Beispiel. Wenn ich das weg haben, draufdrücken, V. Baumenü. Hier, Construction. Man gibt hier unten vorher in der Liste ein. Ich sag jetzt zum Beispiel hier Panzer statt denen hier. Dann mache ich extra eine Linie für Panzer. Hier gebe ich jetzt an, ob die auch Krieg führen sollen oder ob die sich einfach nur dahin bewegen sollen. Hiermit mache ich dann so eine Verteidigungslinie, wenn ich jetzt denen sage, ich mache mal eben kurz, dass das die Leute hier sind. Also wenn ich denen jetzt sage, die sollen da sein, ihr seht schon, die bauen sich dann da so eine Linie auf und da wollen sie dann kämpfen.
Oh, ich bin rich, Leute. Ich hab Boah, Junge, du 1000. bist wasch. Junge! Wo ist mein Schiff? Ey! Kai! Das habe ich gesehen! Alle Mann darüber! Da kommt der Lümmel schon! Warte, ist das der Flak? So. Ich brauche eine Linie, wo die den Allen folgen. Kai, du mieser Lümmel, du! Ich wusste, dass er so etwas tun würde. Ich wäre auch direkt mit einem Panzer hier rüber gekommen. Ey, wo ist mein Bomber? Los, bau einen Bomber. Und dann. Attacke. Bomber darüber! Zeit für einen Bomber d'amour! Ich lasse auch den mal rüber wandern. Musste der da innen drin sein? Da ist doch ein Helikopter, oder nicht? Alter, ich brauche mehr Linien. Wandert darüber aus, Leute. Verscheucht diese Dreckigen. Immer diese dreckigen Larrys. Ja komm, bauen den Bomber fertig. Wir müssen den da ausschalten. Also, mein Energievorkommen ist gerade echt nicht mehr das Größte. Ich hätte Muss damit eigentlich mehr schon Energie rechnen können, dass holen. du gerade du rüberkommst, Kai. Damit hätte ich wirklich rechnen können. Ich bin ein böser Mensch. Ich weiß. Stehen alle auf der Ecke, wo ich angeschlagen komme. Ja, so ungefähr. Muss man ein paar Linien löschen. Ich habe so viele Linien auf meinem Bildschirm. Mann, Kai! Was ist? Ich sehe das. Macht den alle, Jungs! Macht den alle! Ach Scheiße, da kommt ein Bomber! Ich brauche Flakgeschütze. War die Es gibt Sam noch ein andere Sachen. Flakgeschütz? Nee, die Es gibt Artillerie auch. war gegen. Oder? Nee, das war das Flakgeschütz. Ich muss gerade erstmal mein größtes Problem geregelt kriegen. Kai, ich habe gerade es geschafft, mein Energieproblem zu lösen. Jetzt muss ich mein Kai-Problem lösen. Ich habe genügend von den Bombern. Jetzt macht erstmal die anderen. Ach verdammt, ich habe aus Versehen die falsche Linie gelöscht. Die, die ich eigentlich am meisten brauche. Und ich weiß nicht mal, wie man hier Verteidigungslinien vernünftig macht. Ich habe nicht Ja. gemerkt, dass ich die ganze Zeit hier oben Schiffe gebaut habe zum Transport. Jetzt hast du wahrscheinlich eine ziemlich gute Transportflotte. Ja, aus Versehen. Mann, jetzt kommt der schon wieder. Los, schießt sie runter, Leute. Macht den alle! Macht die Schiffe kaputt! Jagt sie! Ja! Nein, geh doch zurück! Reichen die? Ja, die sollten eigentlich passen. So, bewegt euch. Die sollten eigentlich ausreichen, um den Bomber aus dem Himmel zu holen, um meine Truppentransporter zu schützen. Boah, Transporter. Ich muss meinen Dreckstransporter mal da wegbekommen. Die stehen so doof.
Nein, den will ich nicht haben. Geh weg. Ich will nur die Transporter gerade irgendwo anders haben. Weil die wollte ich eigentlich von Anfang an nicht bauen. Ich habe es nur nicht gemerkt. Und ich frage mich unterdessen, was ist falsch mit euch? Die 3000 Gold, die ich habe? Ja. Ganz einfach, das ist Da falsch frag bei mir. ich frag mich da echt, woher? Ich frag mich, woher und wie? Ich habe drei Städte hier stehen, drei Industrieanlagen. Wie hast du drei Städte? Können die dummen Flieger jetzt mal endlich abzischen? Kann ich endlich mal wieder Geld haben? Nein. Ah, jetzt erkenne ich das, womit du mich da so nervst. So, bewegt euch da mal weg. Ach, den Sammelpunkt muss ich noch vernichten. Vor allem, was noch viel krasser ist, ich krieg gefühlt auch keine Energie. Abgesehen davon, dass ich permanent kein Geld habe. Ach so, ich hab gar nicht bemerkt, meine Submarines machen endlich ihren Job. Ich habe mich schon gefragt, womit du mich da angreifst. Und jetzt hab ich sie gesehen. Haben dich meine Submarines gut aufgehalten? Ich wusste nicht, dass du deine Truppen da unten hast. Die Submarines sind gut, um gegen Schiffe anzutreten. Und ich frage mich hier wirklich immer weiter, was mache ich hier überhaupt? Ach nee, der Aircraft Carrier, der kann nur die. Welcher war der gegen diese Luftschiffe gut ist von den Schiffen her? Den muss ich bauen. Ich habe gerade so gesehen nur eine Zwischenstation gebaut, glaube ich. Ja, da können sie halt drauf landen. General Weeks. Destroyer waren gegen Marines gut. Es gab doch ein Schiff, das gut gegen diese Flugschiffe ist. Sagen wir es mal so, lesen, das steht da überall bei. Ja, ich such den gerade. Und der Destroyer, der ist für U-Boote, nicht für Boote. Also der Destroyer, der macht U-Boote Ich kaputt. mache auf jeden Fall mal meiste Chips, die kann ich gebrauchen. Ich weiß nicht mal, was ich hier irgendwie überproduzieren soll, ey, für eine Ich Armee. versuche die gerade voneinander zu trennen. Schieß die runter, die Jungs. Ach so, ich habe hier unten wieder so einen dummen Sammelpunkt. Vor allem, ich habe halt übertrieben viel Einkommen. Es bringt mir nur gefühlt nichts. Weil ich halt trotzdem permanent kein Gold habe. Ah, ich habe da vorne ein gut Flakgeschütz hingestellt. Ich wusste nämlich, dass die Bomber wiederkommen. Such doch mal mit dem da oben, Kriechkai. Ich bin doch der streamt. Das kannst du auch nicht machen. Genau Siehst du deswegen doch, will dass er ich es das auch kann? machen. Ist doch ganz klar, dass ich das kann. Irgendwer ist gerade rausgeflogen. Oder bin ich schon wieder aus Discord rausgeflogen? Ich glaube, ich bin aus Discord rausgeflogen. Warum bin ich denn jetzt aus Discord wieder mal rausgeflogen? Wollte gerade schon sagen, hat Kai dich etwa zum Rage Quitten gebracht? Dann Nein! müssen wir beide gegen ihn kämpfen. Er ist auch gerade Auch die wenn ich es mir größte nicht erlauben Gefahr. kann. Ich kann es mir halt überhaupt nicht erlauben, gegen ihn zu kämpfen, ist das Traurige. Warum denn? Wenn ich das machen würde, dann bin ich hier der Gearschte. Macht kaputt, Leute! Das Ding muss weg! Jetzt fange ich auch an, Kai. Du wirst schon sehen. Irgendwie funktionieren meine anderen Frachter nicht so ganz.
Ach so, ich muss denen erstmal irgendwie sagen, die sollen da lang. Ah, jetzt funktioniert's. Ich sehe es schon, komm, gleich kommen auch noch die Truppen von oben. Warum bewegt ihr euch nicht? Hier, extra jetzt nur eine Linie für euch Bomber. Bewegt Du euch. brauchst dir bei mir irgendwie keine Sorgen machen. Mein Kapital erlaubt keinen Krieg. Ich habe nämlich permanent kein Kapital. Und am Ende bin ich hier so derjenige von wegen, ja, greift mich an und ja, ihr werdet dran glauben müssen. Hey, damit das klar ist, du hast angefangen. Baut er jetzt die dumme Stadt oder baut er sie nicht? All industries must be completed. Habe ich nicht schon alle? Boah, Junge, du hast da unten eigentlich eine richtig krasse Insel. Was glaubst du? Du hast da drei Städte auf so einer kleinen Pupi-Insel. Ja, aber Und genau deswegen zwei der greift. Städte, die können sogar miteinander handeln. Aber was bringt mir das? Ich weiß es nicht. Warum habe ich keine Ach so, das Ressourcen? ma ach so, das macht Kapital. Das Handeln bringt zusätzlich noch Kapital. Da. Nur für das Schiff. Aber damit du halt Kapital kriegst, brauchst du halt auch den Hafen. Hey, lass mich das doch einnehmen. Du brauchst das nicht. Was macht meine Panzer da wieder für einen bescheuerten Mist? Ich sollte jetzt mal langsam so bauen, dass ich für alles verschiedene Teile habe. Dass jedes Teil einen Teil baut. Wenn ich wahrscheinlich jetzt wieder ins Minus bei dem Power-Teil komme. Wandern die jetzt da hinten aus oder nicht? Was ich mich gerade frage, ist, kriege ich jetzt auch mal Geld oder kriege ich kein Geld? Wie sage ich denen, dass die mal endlich die Leute rübertragen wollen? Bei denen unten hat es geklappt, aber bei denen hier oben klappt es irgendwie nicht. Die Verlockung ist so groß, jetzt gerade so eine Rakete zu bauen und einfach nur in mich rein zu jeten. Dann gibt es hier einen atomaren Interkontinentalkrieg. Da kannst du dich denn drauf gefasst machen, Kai. Ich Ich werde dann hier weiß. sofort hunderte Raketensilos hinknüppeln. Fliegt hier nur eine Rakete, bist du weg vom Fenster, Kai. Weil so langsam habe ich die Ressourcen dafür. Ich habe andere Probleme. Ich auch. Ressourcenprobleme. Abgesehen von Kai. Ich krieg's irgendwie nicht hin, dass die einen Schiffe da mal endlich die Leute mit rübertragen. Ah, jetzt klappt's. Ihr wartet. Nein, ich will doch nur wissen, was für ein Schiff das ist. Das ist, glaube ich, ein Cruiser. Wieso existiert der noch? Den hatte ich abgerissen. Ja, das ist ein Cruiser. Oh! Warum siedelt ihr so neben mir beide? Was? Da ist ja noch eine Bedrohung. Warum habe ich so miese Nachbarn? Hä, wie noch eine Bedrohung? Ah, okay, er ist blind, das ist gut. Da unten! So geht's mir die ganze Zeit. Panzer, runter da! Oh shit, wie viele Panzer kommen denn da?
Du kriegst hier gar nichts, mein Freund. Warte mal. Das kannst du vergessen. Ach, das war das falsche Etwas. Weg damit wieder. Bombe wird gezündet. Wieso fliege ich ständig aus Discord raus? Oh shit, die Cops. Ich werde von zwei Leuten angegriffen. Ich bin im Sandwich. Ich habe dich nicht angegriffen. Ich greife dich nirgendwo an. Außer du meinst meine komischen Trägerschiffe, die nichts drauf haben. Ich will die einfach nur loswerden. Du bist ja auch eigentlich gerade nicht die Hauptbedrohung. Lol, meine Cruiser, die, meine Dingens können einfach schießen, meine Trägerschiffe. Ja, die schießen einfach. Die haben ein bisschen Angriffskraft, die ist aber mehr als bescheiden. Egal. Ich habe dadurch fast einen Flugzeugträger von Shining schon versenkt. Ja, die verteidigen sich auch, die verteidigen sich ja auch nur, die haben keine Angriffskraft. Ich habe einen Flugzeugträger versenkt. Ja. Außerdem habe ich andere Probleme. Ich habe die ganze Zeit schon so einen miesen, dreckigen Nachbarn, der die meine Gartengeräte klauen zu wollen. Hier draußen scheint gerade übelst krasser Einsatz zu sein bei mir vor der Tür. Ich habe nichts verbrochen. Nichts, von dem du weißt. Ich hab nix gemacht. Jetzt mach die doch mal weg. Und warum bewegt der Penner sich da nicht? Als ob meine komischen Schiffe hier unten so viel wegratzen. Fahr weiter! Nein, geh nicht da unten hin, fahr weiter! Und ihr blockiert den Penner da unten. Der meint die ganze Zeit mit mir Krieg zu führen. Kriegst du noch alles wieder, Kai. Alles. Jede Untat. Er hat gar nichts gemacht. Junge, das siehst du nicht, aber der greift mich schon die ganze Zeit an. Ich weiß. Der greift mich seit einer halben Stunde schon die ganze Zeit an. Und meine einzige Möglichkeit, wie ich mich gerade dagegen wehren kann, ist tatsächlich... Warte, ich muss jetzt erstmal hier dir was schicken. Du willst hier also bomben? Nee, nee. Ich habe einen zweiten Aircrafter gebaut und ich muss jetzt hier hinten mal ein bisschen aussorgen. Wag es ja nicht, irgendwas von mir anzugreifen. Du hast mich angegriffen gerade. Ich habe nur meine blöden Trägerschiffe in den Selbstmord geschickt, weil ich die loswerden wollte. So, die müssen runter von in der Liste, die... Was soll ich mit Trägerschiffen, wenn ich eh nichts tragen will? Ich brauche Energie. Die wollen doch gar keinen Stress. Die wollen doch nur vorbei und ein Leben führen. Die wollen hier meine Sachen claimen. Und das kannst du definitiv vergessen. Die werden hier gar nichts claimen. Guck, die fahren noch komplett an dir vorbei. Hier oben ist nichts zum Claimen außer mein Stuff. Natürlich bist du auf mein Stuff denn aus. Guck, ich fahr doch komplett vorbei. Können wir da oben nicht eine Koexistenz führen? Nein. Weil das da oben auch schon zum Teil mir gehört. Und da oben ist nix. Guck, ich will doch überhaupt nichts Wertvolles von dir. Da oben ist aber trotzdem meine Ölplantage. Die willst du von mir. Nein, ich will doch nur Powerplantagen hinbauen. Ich brauche Energie. Abgelehnt. Ich habe auch keine Energie. Also warum solltest du? Guck, ich tu doch gar nichts.
Ich lasse doch deinen Teil in Ruhe. Du bist mir hier oben zu gefährlich, kannst du vergessen. Du kriegst hier nichts. Ich glaube, ich sollte jetzt auch mal aufhören, weiter Schiffe zu produzieren. Meine Schiffsflotte ist schon sehr groß. Ja, dann greif doch mal den anderen da unten an. Der ist der Dafür brauche ich was gefährlichere. anderes. Ich habe Probleme, der nicht. Er ist der, der mal in den Probleme verursacht. Leute, seht ihr, mit was für Nachbarn ich mich hier rumschlagen muss? Immer wollen sie nur Krieg. Die sind neidisch. Deine. Muss aber auch sagen, du hast da echt einen beschissenen Punkt, wo du andocken willst, ne? Also, Wie ich spreche. meinst du Nee, das? ich spreche gerade mit dem anderen. Der Punkt da unten auf der Insel ist echt doof. Vor allem, weil alle meine Panzer gerade stehen. Also, Oh zumindest Junge, haben ich sich habe da so gerade. viele Ringe bei mir. Ich habe so viele Ringe auf bei mir auf der Map wegen meinen ganzen Flughäfen. Ich sollte mal auch ein paar da oben hin gleich packen. Also gerade kann ich mich ganz gut gegen Kai wehren. Wir führen einen ebenbürtigen Kampf, würde ich sagen, Kai. Mal gucken, wie lange. Ja, du hast halt ein echtes Problem, wenn du bei mir an Land willst. Also du kriegst von der Ecke definitiv keinen durch und du kommst halt auch nicht vorbei, damit du mal was da hinbauen könntest. Im Übrigen auf der Insel oberhalb von mir ist Akaya. Und der hat dann eine riesige Schiffsflotte, den solltest du mal angreifen, der kommt gleich zu dir rüber. Mich sollte man nicht angreifen, wenn einem sein Leben lieb ist, auf jeden Fall. Weil den Krieg, den verliert man gegen mich. Ich habe nämlich die Ressourcen, um alles zu machen. Kannst du mal bitte meinen vergammelten Helikopter aus der Luft schießen? Der stört mich auf meinem Flughafen. Du hast einen Helikopter? Ach so, ich habe auch einen aus Versehen gebaut. Weißt du, was ich mich frage? Ob die Interzeptoren permanent in der Luft bleiben können und ein bestimmtes Gebiet abfliegen. Solange der Die Energie hat. Helikopter können, glaube ich, an Ort und Stelle bleiben. Das ist ja ein Vorteil. Ja, aber dafür sind die auch ziemlich schnell down. Ja, die sind halt eher so, dass du so eine Verteidigungslinie in der Luft bauen kannst. Ich bin so froh, dass dein Schrott, der runterfällt, meine Teile nicht beschädigt, ne? Aber ich glaube, ich habe viel zu viele F Lagerplätze für Flugzeuge gebaut. Also ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. Nur so ein bisschen. Ich habe nämlich versehentlich die Dinger gebaut, die es nur lagern können, die Flugzeuge, und nicht die, die auch tatsächlich welche losschicken können, beziehungsweise bauen können. Was ich hier gerne hätte, ist Flugzeuge, die Ach, man kann die hier Dinger bei auch mir verbinden? rumfliegen. Man kann so eine Energielinie bauen. Niemand kann eine Ja, Energielinie bauen. klick auf eine der Powerplantagen mal. Dann kannst du hier so eine Connect Pipeline, dann kannst du die miteinander verbinden, dass die Energie miteinander verbinden. Ich glaube, die Wie produziert. connecte ich die? Ja, du drückst auf eine deiner Powerplantagen, die Energie produzieren. Dann Und hast du. dann? Und dann ganz rechts in der Mitte hast du so ein Verbindungsding. Dann kannst du die miteinander verbinden, wenn die aneinander sind. Das kostet auch nicht viel. Ich denke mal, dass der Energiehaushalt Hä? dann ein bisschen effizienter ist. Hä? Ich sehe hier nichts von wegen verbinden. Draufdrücken und K drücken. Die leuchten dann auch. Ich hab hier bei K nix bei meinen. Ah, doch. Hast du es jetzt erfunden? Ich weiß nicht, wie viel das bringt, aber ich habe mal so ein paar Pipelines gebaut. Ich finde das interessant, ne? Kai kämpft die ganze Zeit gegen mich. Er kommt nicht weiter, aber ich kriege ihn auch nicht abgewehrt. Also es ist wirklich ausgeglichen hier unten. Junge, ich weiß nicht mehr, wohin mit meinen Panzern. Was soll ich denn sagen, Junge? Ich produziere einfach immer noch mehr gerade.
Kai, kommt von dir auch noch ein Danke, weil ich für dich das mit den Pipelines mal rausgefunden habe. Nö. So viel Dankbarkeit tut gut, ne? Don't feel like it. Und dem Heavy auch noch. Endlich krieg ich mal Energie! Ich hätte das gern. Und ich krieg einfach kein Geld mehr. Ich habe ein Total Income von 1560 und Ausgaben von knapp 2000. Meine Ausgaben. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Wie sehen meine Ausgaben aus? Das ist doch Junge! echt nicht mehr lustig mit dem Geld, ey. Ey, wie viel gibst du denn aus? Bei mir sind es gerade mal 800, die ich ausgebe. Ich gebe einfach das Doppelte aus. Nein, obwohl, geh doch auf den da oben, ich will dir nix. Ich will nur vorbei. Ich tu dir nix. Da ist die Bedrohung, rechts von dir. Akaya, du kriegst Besuch, ne? Will ich dir nur mitteilen. Und das kann er vergessen. Ich schicke ihm meine Schiffsflotte runter. Oh, du läufst direkt in meine Panzer rein. Geil, Kai. Ich mach da gerade richtig viel in deine Richtung, Mobil. Irgendwie muss ich ja vorankommen. Wenn er Ja, den nur nicht bei eigentlich. mir. Ja, Ich er. hab die Ressourcen und Ja, ich bei mir hab's kommt mehr. er ja nicht voran, deswegen versucht er es jetzt bei dir. Ja, nur ich werde ihn halt absolut abblocken. Er wird keinen Fortschritt machen bei mir. Er wird einen Hafen mitnehmen können eventuell und das war's. Hey, nein! Siehst du da schon meine Panzerflotte, Kai? Und sagen wir es mal so, da wo die herkommt, da gibt es noch viel mehr. Ich glaube, ich sollte jetzt auch mal die Produktion von Transportschiffen einstellen. Ich glaube, ich habe genug, um Kai zu raiden. Und dein Angriff war echt ein ziemlicher Misserfolg, Kai. Eigentlich sollte das auch kein Angriff werden. Eigentlich wollte ich nur Shinings Verteidigungslinie umgehen, von da oben aus. Über meine Insel, welche noch wesentlich stärker verteidigt ist. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du so weit unten sitzt. Ich sitze auch hier oben. Also ich habe mich hier auf zwei Inseln verteilt. Deswegen habe ich auch vier Städte und zwei davon betreiben jeweils miteinander Handel. Deswegen habe ich auch so viel Income. Wobei ich aktuell halt gar kein Geld mehr habe. Hey, jetzt Es geh gibt doch nur mal zu dem eine. anderen. Es Du gibt nur ein Problem, nervst. was ich. Es gibt nur ein ziemliches Problem, was ich hier habe. Immer dieser Streamer-Fokus. Ich krieg irgendwie meine Panzer nicht auf die Schiffe. Verzieh dich. Oh, da kommen Flugzeuge. Er hat es doch geschafft, seine Flugzeuge rüber zu scheuchen. Ja. Er hat was geschissen bekommen? Und Kai, da wo die Interceptor oder wie auch immer die heißen herkommen, da kommen jetzt Ich auch hab einige Bomber endlich her. meine Ruhe vor dem. Siehst du, ihn hättest du angreifen sollen, Kai. Er war die wahre Bedrohung. Endlich. Endlich kann ich mal ein bisschen Geld wieder anhäufen. Endlich kann ich mal Plus machen. Der Krieg hier unten ging schon viel zu lange. Aber ich habe mich gut gehalten. Das muss man mir auf jeden Fall lassen. Ja, und jetzt räume ich für dich ein bisschen auf. Ich helfe nach.
irgendwie wollen jetzt die anderen Schiffe hier nicht mehr vollgeladen werden, also ab dafür mit meiner Flotte. Ich würde sagen, der Schlag tat weh, oder Kai? Da kommt noch der andere Penner. Jetzt greift mich der nächste an. Ja, Mann, ich. So, die Linie da, die unterbreche ich mal kurz. Muss auch mal ein paar Panzer da sammeln. Jetzt wäre nämlich der nächste Stress. Ja, Kai, sind wir los. Er ist disconnected. Nein! Und jetzt kriegst du Breitseite von mir. Also er hat einen kompletten Disconnect, oder wie? Ja, er ist nicht mehr hier drin. Boah, wir kämpfen und wir sind schon bei 22 Uhr jetzt, ne? Ich glaube, das wird eventuell auch die letzte Runde für heute sein. Die letzte ist die einzige. Aber wenigstens kann ich nicht. Jetzt muss ich neue Linien malen. Aber ich kann jetzt meine ganze Verteidigung woanders konzentrieren. Dann siehst du, womit Kai zu kämpfen hatte. Ich weiß, dass du da ziemlich viel stehen hattest, das habe ich ja gesehen. Achso, sein PC hat sich einfach ausgeschaltet. Du hast einen Laptop, vielleicht hattest du den nicht am Ladekabel. Sowas hatte ich auch schon mal, dass sich mein PC einfach gedacht hat, nee Mann, ich schalte mich ab. Ich mache mehr Energie, als ich verliere. Was war nochmal ein Energieproblem? Ey, hätte ich das... Was war nochmal Energie- und Geldproblem? Vier Städte regeln. Oh ja, da ist so ein bisschen was. Oh, meine Armee zieht gerade um. Muss gerade erstmal alles hier neu. Ich glaube, dann wird es mal Zeit, hierfür wieder mal die anzuschmeißen. Ich werde deine Armee ausdünnen. Mach dir da mal keine Sorgen drum. Ja, ich hatte ja das Problem, dass mich ein anderer Dreckiger die ganze Zeit angegriffen hat. Ich schicke dir mal die Schiffe rüber, die irgendwie sich nicht entladen wollten. Ach, du willst mir deinen Müll schicken? Ja, damit du den aufräumen kannst. Nur weil die unnötig Ressourcen verbrauchen, oder wie? Ja, so in etwa. Du willst die unbedingt loswerden, ne? Ja. Du weißt, dass sie gegen die Panzer nicht gewinnen können. Auch wenn da gerade nur so wenige sind. Die machen nämlich kaum Schaden. Das ist mir schon klar. So, jetzt mache ich auch mal ein bisschen Stress bei dir. Du willst also rumstinkern, du Stinker. Du hast angefangen. Ich hab Kai für dich unterdrückt am Ende. Ja, du hast ihn sogar rausbekommen. Und dein Dank an mich ist,
Ein Bomberangriff oder was? Mein Dank war, dass ich dir erklärt habe, wie man Stromkabel verlegt. Als ich es selber rausgefunden habe. Junge, lad dein Müll nicht bei mir ab. Doch. Den kannst du gerne haben, den Müll. Krieg ich nochmal ein bisschen mehr Energie und Gold. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich brauche überhaupt keine Energie mehr, ey. Ich habe 1200. Ich habe 780 und ich komme nicht runter, weil ich zu viel Plus mache. Ich komme auch nicht runter, das ist es ja. Ich werde da wahrscheinlich keinen Verbrauch mehr irgendwann mal haben. Ey Junge, ihr blöden Schiffe, hört auf, da oben hin zu wandern. Ach, die wissen gar nicht, wohin die Flieger hier gerade. So, extra für dich mache ich jetzt eine Linie. Ich muss immer erst aufs Wasser drücken, damit ich mir aussuchen kann, dass genau ein Schiff da jetzt mal lang fährt. Das kann ich nämlich an der einen Stelle da mehr gebrauchen. Gehst mir jetzt richtig hart auf die Nerven gerade. Ja, jetzt weißt du, wie ich mich gerade eben die ganze Zeit mit Kai gefühlt habe. Ich meine, es ist nicht schlimm, aber du gehst mir halt auf die Nerven. Ja, so ging es mir gerade eben die ganze Zeit. Willkommen im Club. Ganz ehrlich, nee, du kannst mich jetzt mal. Ich hole mir jetzt meine Anti-Aircraft-Tanks runter. Du hast Ich angefangen. Habe da nämlich auch eine ziemliche Flotte von. Denn können mich deine Bomber mal sonst wo. Und glaub mir einfach, das ist ein Krieg, den kannst du nicht gewinnen. Das glaubst du, das sehen wir noch. Ach, wenn die keine Linie haben und selbst wenn sie weit genug von dem Teil weg sind, dass sie eigentlich nicht zurück können, fliegen die Flieger trotzdem nach Hause. Ihr wartet, das müsst ihr priorisieren. Wenn ihr schon darüber fliegt. Meine Anti-Aircraft-Tanks sind unterwegs, keine Sorge. Deine Bomber werden hier nicht mehr lange Radau machen können. Das sind keine Bomber. Denn deine blöden Interceptor. Die sind noch viel zu sinnvoll. Vorher waren es aber Bomber. Jetzt kommen die Bomber. Ich will nur deinen AirPod kaputt machen da, damit du weniger Flugzeuge die ganze Zeit schicken kannst. Als wenn das mein einziger AirPod wäre. Und wie gesagt, da kommen jetzt gerade gefühlt hunderte von Anti-Aircraft-Tanks, also viel Spaß. Jetzt können mich deine Bomber mal sonst wo. Die werden jetzt nicht mehr überleben. Du willst es, du kriegst es. Du hast angefangen, du kamst zuerst hoch. Runter. Und vor allen Dingen, wenn ich den Angriff einmal einstelle, kommst du mit deiner Armee rüber. Da, ein Ding ist kaputt. Nicht, dass mich das juckt, der Boy ist halt einfach neu. Ich hab halt über 4000 Echo, also. Die müssen auch erstmal wieder runtergehen, ey.
Und jetzt brauchst du mit Flugzeugen eh nicht mehr ankommen. Vor allem, wenn ich die dann nochmal hier schön aktiv mache. Die lasse ich hier so ein bisschen rumkursieren. So, da steht der gut. Nein, 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 die machen wir noch mal weg. Das ist so ein Spiel, da kannst du wirklich einen ganzen Abend lang spielen, ne? Ja, Risiko halt. Ist halt einfach Risiko. Vor allem, es gibt hier zwei Sachen, die du an sich hättest besser machen können. Vielleicht mal keinen Krieg mit nur einer Person die ganze Zeit haben am Anfang. Während der andere sich die ganze Zeit expandieren kann. Das meine ich jetzt nicht, sondern Nee, etwas allein anderes, dadurch was hattest du jetzt einen auf diese. gigantischen Vorteil. Ja, nur trotzdem meine ich etwas, was jetzt auf das hier jetzt gerade bezogen ist. Nicht das, was irgendwie vorher passiert ist, damit es so weit gekommen ist. Das sage ich dir, sobald das Match vorbei ist. Weil das könnte nämlich dafür sorgen, dass ich das Match noch verliere. Naja, ich glaube, da siehst du das jetzt auch so mehr oder weniger. Ja, ihr müsst halt echt mal den Fokus denken, am Anfang echt oft nicht beenden. Das hab ich nicht zu verantworten. Ja, Ich ich bin ja weiß, auch das geht auch. reingegangen. Das geht. Du bist nicht. Du hast dich schön aus einem anfangs rausgehalten, erstmal eine Stunde. Ich hatte halt einfach permanent nichts, womit ich hätte auf Kai gehen können. Das war das. Meine Truppenproduktion ist so spät erst angelaufen. Wenn du mitbekommen hättest, wie lange ich hier nichts hatte, du hättest mich einfach wegreden können. Dass du auf jeden Fall was hattest, konnte ich mir allein dadurch vorstellen, dass ich die ganze Zeit unter Beschuss stand und Kai Ich halt hatte wirklich nur mit nichts am Krieg Anfang. mir Krieg geführt hat. Es gab keine andere Möglichkeit, wie das hätte ausgehen können, wenn Kai nur mich angreift. Man muss wirklich gezielt auf alle gehen. Wie gesagt, das Outcome, das verwundert mich dann überhaupt nicht. Das ist Aber du dann nützt. wirklich gar kein Wunder für mich. Das kannst du mir glauben. Aber Also du du nützt gewinnst. ja auch diese Aircraft dafür, wo sie da sind, einfach irgendwo im Ozean stehen lassen. Und hoffen, dass der Feind sie nicht entdeckt. Ja, sie sind einfach nur dafür da, dass sie als Zwischenstation dienen, dass das Flugzeug noch ein Stück weiter kann. Einen Ja, anderen damit Nutzen es haben halt die nochmal eine nicht. wesentlich größere Reichweite hat. Ich sag mal so, hätte Kai dich auch anfangs angegriffen und nicht nur mich, du hättest nicht so eine Armee aufbauen können. Das ist nun mal Tatsache. Das ist der Hauptgrund, warum du gewinnst, weil ich die ganze Zeit unter Dauerbeschuss stand und er dich nicht einmal angegriffen hat.
Kai, wenn du noch mithörst, das nächste Mal auch auf den anderen gehen. Das wäre mal eine Idee. Aber ich glaube, ich habe es jetzt wirklich gegen Ende hin noch mal viel zu sehr übertrieben mit den Flugzeugen. Ich meine, du siehst ja hier meine Bomberarmada. Die lassen hier nichts stehen. Ja, macht es dir Spaß, mal eines Schiffs zu jagen? Der Erkfafter, er lebt. Er weiß, wie man abhaut. Die Genugtuung kriegst du nicht. Tja, da war ein neutrales Gebiet. Jetzt habe ich dich. In neutralen Gebieten halten die nämlich immer an. Aber es gäbe halt eine Sache, die du die ganze Zeit hättest machen können. Die rechte obere Insel, die ich besetzt habe, da waren quasi keine Truppen drauf. Ich habe da meinen Hättest du nur leicht Bomber erobern können. hingeschickt. Ich habe meine Bombe da hingeschickt, aber da war ein Interceptor, der hat ihn runtergeschossen. Ja, aber du hättest da nur mit ein Nee, paar ich mehr konnte Sachen nicht. reinmarschieren Ich müssen. konnte nicht. Ich musste da unten verteidigen. Sonst hätte ich hier längst was rübergeschossen. Ja, aber selbst jetzt, nachdem Kai weg ist, ich habe da meine Verteidigung nicht verstärkt. Das Einzige, was ich hatte, waren halt meine Flugzeuge und ja, meine Flotte. Sag jetzt nicht, ich muss jetzt nicht jedes Gebiet von dir noch einnehmen, ey. Scheinbar. Der weiß nicht, dass ich da oben was hingebaut habe. Ich habe mich jetzt extra gemutet. Ich habe die ganze Zeit da oben expandiert und er hat nicht mitbekommen. Können die jetzt nicht machen. Oder hast du noch irgendwo ein Gebäude? Wer weiß? Ich bin ein guter Fuchs. Ich weiß, wie man was versteckt. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ey. Du willst jetzt einfach nur herauszögern. Was will ich hier rauszögern? Ich weiß nicht, wovon du Das redest. du eh nicht vermeiden kannst. Und das wäre? Deine Niederlage. Du bist gerade echt einfach nur noch penetrant nervig. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mach doch gar nichts. Hast du nicht gesagt, Eben ich hätte jetzt genau verloren? das. Du hast dich halt irgendwo noch versteckt, du kleine Ratte. Irgendwo auf den vielleicht, ja, 5% der Map, die ich nicht entdeckt habe, beziehungsweise die ich nicht hier Vielleicht bin ich auch überwache. insgeheim auf deiner Insel da oben schon längst angesiedelt. Kann nicht, weil ich habe hier nirgendwo Nebel. Ich sehe die komplette Insel, du bist da nirgendwo. Tja, dann wirst du es wohl nie herausfinden. Ist dein Job herauszufinden, wo ich mich noch verstecke. Oder vielleicht musst du ja wirklich erst alle blauen Felder einnehmen. Nee, du versteckst dich nirgendwo, weil überall, wo du sein könntest, das hab ich hier im Überblick. Du kannst hier nirgendwo sein. Aber warum lebe ich dann noch? Weil du wahrscheinlich irgendwo der allerhinterletzten Ecke rumgammelst, wenn überhaupt. Das wäre halt so ein typisches Shining. Ich weiß nicht, wovon du redest.
Okay, guck mal, wie es bei mir aussieht. Wie soll ich dich da finden? Guck dir mal die ganzen Linien da an, die da Hast sind. du mir ein Bild geschickt? Wie soll ich dich da bitte finden? Tja, muss halt rausfinden, wie du mich findest. Und dann wollen meine Frachtschiffe auch irgendwie nicht vernünftig, ey. Ach, der Kai ist die ganze Zeit noch als Avatar die ganze Zeit mit dem Bild, obwohl er gar nicht mehr da ist. Mal so ganz kurz an den Chat. Findet ihr es genauso geil wie ich gerade, dass ihr nicht peilt, dass ich hier oben links bin? Ich finde das geil. Mit meiner riesen Panzer am Armada runterzukommen, dann würde ich einmal kurz die ganze Insel wegraiden. Hast du das nicht schon längst? Ich habe das Bild Nein, gesehen. da oben sind doch noch 10 Millionen meiner Panzer. Wehe, du bist jetzt beim einzigen Ort auf der ganzen Map, den ich nicht sehe. Und der wäre? Sag ich dir doch jetzt nicht. Ich bin noch nicht bescheuert. Ich werde da jetzt einfach selber gucken und du bist hier, du Sau. Okay, Bomber, hallo, ja, ihr geht mal hier oben hin, danke. Ich habe da schon längst vorgesorgt. Und du meinst, das reicht? Du So wie Gammel, mich. du suchst die So wie ganze dich meine Zeit. Bomber jetzt rankriegen. Ey, ich muss mir das lachen, aber echt verkneifen. Du suchst die ganze Zeit die Insel da unten ab und ich baue schön da oben links. Ich bin da schon vor 1,5 Stunde unten oben hingewandert. Das ist halt der einzige Ort der Map, den ich nicht im Blick habe. Ich sag mal so, ich bin direkt nach Kais Angriff sofort da hinten hin ausgewandert. Ich habe halt wirklich die ganze Map im Blick, nur diesen einen Ort nicht. Sind denn jetzt alle Dinger hier oben verbunden? Nee. Wenn ich mich nicht irre, sind meine Boote nämlich genau dafür da, um mit allem Möglichen klarzukommen. Das sind zwar jetzt nicht die Boote, die für U-Boote da sind, weil ich weiß, dass du da ganz viele U-Boote haben wirst. Ich sehe da nämlich schon eins. Ich habe auch so eine leichte Flotte. Ich meine, du solltest ganz genau wissen, dass du den Ressourcenkampf gegen mich nicht gewinnen kannst. Ich habe gegen Kai schon eine Belagerung ausgehalten. Das schaffe ich auch noch. Es braucht eine Ewigkeit, bis die Truppen von da hinten auf der anderen Seite sind, Junge. Dir ist aber schon klar, dass ich auch die Insel direkt unter dir besitze, oder? Ich sag nur, deine Truppen von der anderen Hälfte der Map brauchen eine Ewigkeit, bis sie hier ankommen. So willst du es also? Du kommst mit verschissenen U-Booten. Die habe ich schon die ganze Zeit, Junge.
Die habe ich schon die ganze Zeit angebaut. So, erstmal den Aircraft ausgeschaltet. Ich bräuchte hier so einen Striper. Genau den hast du kaputt gemacht. Könnten die ein bisschen weiter fliegen. Ich meine, es ist zwar nicht viel, aber es ist wahrscheinlich besser, als so ein paar mickrige Bomber rüber zu jagen. Ich sag mal so, mit dem, was ich hier oben noch geschafft habe, bin ich so oder so Sieger der Herzen. Naja, Sieger der Nerven trifft zu eher. Weil egal welches Spiel auch immer, dein Fokus liegt immer darauf, alles und jeden auf die Nerven zu gehen. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich will jetzt auch mal langsam Schluss machen. Und ich reiße den Flughafen hier ab. Ich sag mal so, würde ich da jetzt verteidigen wollen, das wäre jetzt wirklich ein unnötiger Kampf. Deswegen reise ich jetzt hier einfach ab. Und schicke meine Leute nach unten, die da oben noch stehen. Es ist übrigens interessant, dass du einen Airstrike nicht angegriffen hast. Du brauchst ihn nicht angreifen, den spreng ich eh. Der ist jetzt eh weg. Hast du jetzt gerade ernsthaft eine Rakete geschossen? Ja. Hatten wir Ich hab nicht einen sie nicht. Pakt? Ich hab sie nicht benutzt. Ich hab sie nur ganz am Ende platziert, weil du mir echt auf die Nerven gegangen bist und ich die als letzten Ausweg noch haben wollte. Ja, wir Hab hatten sie aber aber einen. nicht Ja, und benutzt. allein damit hast du eigentlich schon eine Regel gebrochen. Wir hatten einen nicht Raketenpakt. Den hatten wir alle drei abgeschlossen. Wir hatten alle drei gesagt, wir nutzen keine von diesen Raketen. Hätte ich die Raketen gesehen, dann hätten wir es so gesehen disqualifiziert. Man kann sich jetzt auch echt anstellen. Nee, also wenn wir schon hier sagen, keine Raketen, dann halten wir uns schon dran. Also ich sag mal so, wenn wir jetzt diesen, wenn du jetzt da auf der Mittelinsel überall Raketen-Silos gehabt hättest, ne? Ich hätte dich so aus dem Stream geschmissen. Weil das war eine Absprache, die wir alle drei zusammen vorher getroffen hatten. Sowas mit letzter Ausweg ist dann da nicht. Sei froh, Junge, dass ich in. ich hätte die nicht mal benutzt, um irgendwie deine Sachen wegzubomben. Dieser Flughafen war jetzt eine Ausnahme, einfach weil ich nochmal eine Rakete feuern wollte. Ja, ey, guck, hier sieht man das nochmal in der Statistik. Du konntest ausbauen, während ich und Kai die ganze Zeit Krieg hatten. Guck, siehst du, wie bei dir das nach oben geht und bei Ich uns sehe bleibt das gerade Fass auf gar nichts, ich einer. habe schwarzen Bildschirm. Also bei mir und Kai ist das halt durchgehend fast auf einer Linie. Also so ganz leicht mit Erhöhungen. Und du konntest, bei dir ging Ich es sehe da halt gar nur. nichts von der Statistik. Ich kann dir. Ich schick dir einfach einen Screenshot eben kurz.
Da sieht man dann nochmal, was für einen massiven Unterschied das macht, wenn zwei sich die ganze Zeit nur kloppen und der dritte kann einfach machen, was er will. Also man sollte schon so aufgeteilt kämpfen und nicht einen komplett fokussen, dass der andere gefühlt einen freien Tag hat. Aber ja, ich fand trotzdem, dass das eine interessante Schlacht war. Man muss schon allen Parteien sagen, sie haben sich sehr gut gehalten. Für Kai ist natürlich schade, dass bei ihm rausgeflogen ist, beziehungsweise dass sein PC abgestürzt ist. Das ist sehr, sehr schade. Er hatte halt auch keine Möglichkeit, irgendwie nachzujoinen. Was ich mir übrigens gut hätte vorstellen können, dass er Kai zu dem Zeitpunkt, genau wie ich, da oben hin expandiert hatte. Dass er da oben auch seine Truppen hatte. Keine Ahnung, aber sagen wir es mal so, der Disconnect hat seine Niederlage halt nur ein bisschen schneller gemacht. Ich bin da halt schon mit nicht gerade wenig Sachen rübergewandert. Ja, für YouTube sage ich hier dann aber auf jeden Fall mal ciao, auch wenn ihr jetzt mittlerweile momentan nur einen schwarzen Bildschirm habt. Ich hoffe, hat jeden Spaß gemacht beim Zuschauen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen, ein Follow auf Twitch. Und von YouTube verabschiede ich mich hier. Ciao.